In diesem Video bekommst du die drei Arten Mann, die nie eine Frau bekommen werden. Niemals. Das hört sich ja ganz schön schlimm an. Aber im Grunde sind das 8 Glaubenssätze. Das heißt Sätze, die wir uns selber sagen, die unseren Glauben widerspiegeln, die wir dir jetzt zeigen möchten, die diese Art von Mann definieren. Diese Männer glauben genau diese 8 Sätze. Das Tolle ist... Nach diesem Video gehörst du nicht dazu. Das Tolle ist, ja genau, das ist das Ziel. Und das Tolle ist, wenn du dich wieder erkennst in einem dieser Sätze, dann ist das sehr gut. Das heißt nämlich nicht, dass du einer dieser Männer bist, sondern das heißt, dass du jetzt hier die Gelegenheit hast, zu erkennen, wie es dazu kam und wie du einen positiveren Satz formulieren kannst, wie du diesen Satz ablegen kannst. Das heißt, dieses Video gibt dir die Möglichkeit, dein Schicksal zu verändern, mein Lieber. Und wie du das machst... Wenn es sticht, bist du hier richtig. Wie du das machst, das bekommst du dann ganz konkret am Ende des Videos. Wir wollen als allererstes loslegen mit den 8 Männern. Mein Name ist Andy Friday, der Flirtcoach für Männer mit Herz, für Männer mit Tiefe. Mit dabei wieder Makako Kim. Und wir zeigen dir, wie du die Frau eroberst, die du wirklich willst und auch behältst, ohne ein Arsch zu sein oder dich wie irgendein Macho, möchte gern Alpha, sonst was aufzuführen. Los geht's. Genau. Die erste Gruppe Männer sind die Männer, die sich selber nicht genug Selbstliebe geben. Wir sind schon längst liebenswert. Du bist schon längst liebenswert. Wenn du dir solche Sätze sagst, wie ich bin nicht gut genug, ich bin nicht liebenswert, ich bin einsam, auch das ist schon ein Satz, der dir selber deine Selbstliebe wegnimmt. Warum? Weil du dir selber damit sagst, dass du eine Frau brauchst. Dass du diese Partnerschaft, auch wenn wir sie wollen und auch wenn sie schön ist und natürlich, braucht jeder Mensch auch Liebe, wenn wir komplett vereinsamt werden und nur in einer Schachtel gehalten werden und jeden Tag nur Essen und Trinken gegeben würden, aber ansonsten keinen Kontakt zur Außenwelt hätten, dann würden wir eingehen. Das ist richtig. Da gibt es auch Experimente, die das bewiesen haben. Aber das ist nicht der Fall. Du sitzt nicht in so einer Kiste. Du kannst rausgehen. Du kannst dich mit Freunden treffen. Du hast vielleicht Familie, Arbeitskollegen, Leute, die sich mit dir gerne treffen und dann auch ihre Zeit mit dir so verbringen, dass du das Gefühl hast von Gemeinsamkeit. Und das heißt, der Satz, ich bin einsam, das ist Selbstsabotage. Du hypnotisierst dich selber dann da rein, dass du, damit es wirklich, damit du nicht einsam wärst, fehlt noch eine Frau. Es fehlt eine Partnerin, ansonsten ist all das, was ich schon habe, wertlos. Ja. Und das heißt, dass du dir selber sagst, ich brauche eine Frau. Und das ist einfach nicht wahr. Wir hätten gerne weibliche Begleitung. Wir hätten gerne eine Frau, mit der wir einschlafen können, mit der wir glücklich aufwachen können, mit einem Lächeln im Gesicht, wo wir wissen, hey, das ist die Frau, mit der ich den Rest meines Lebens verbringen möchte. Ja, klar. Aber wenn du gerade Single bist, dann kannst du dein Leben auch genießen. Sag nicht, ich bin einsam, das ist Selbstsabotage. Das ist genauso viel wie, ich habe nicht genug Geld oder ich habe nicht genug, ich sehe nicht gut genug aus. Ich habe nicht etwas, was mir diese Beziehung, diese Partnerin geben würde. Das heißt, das, was du schon hast, das dämonisierst du. Das ist nicht gut genug. Du brauchst noch mehr, wenn du dir solche Sätze sagst. Ich bin einsam, ich habe nicht genug Geld, Aussehen, mein Job ist nicht gut genug und so weiter. Ich bin nicht schlank genug, ich bin zu dick, was auch immer. Das bedeutet, dass das, was du schon hast, komplett ihren Wert verliert. Aber niemand kann dir diesen Wert nehmen, außer du selbst. Der Wert, der du schon intrinsisch in dir hast, der ist unbezahlbar. Der ist immens. Und dir selber den klein zu reden und zu sagen, es reicht noch nicht. Solange ich nicht X oder Y habe, bin ich nun mal nicht liebenswert. Das ist ein klassisches Selbstsabotagemuster. Das bedeutet, dass du dir selber nicht die Selbstliebe gibst, die du verdient hast. Und wenn du sie dir nicht gibst, dann kann sie dir jemand anders auch nicht geben. Niemals. Ja, never. Wenn wir uns selber nicht diese Selbstliebe geben, dann sehen das andere Menschen nämlich und denken sich, ah, der tut mir aber leid. Und verabschieden sich. Sehr wenige Menschen werden dann da bleiben, werden versuchen, dir zu helfen, aus der Misere rauszukommen. Aber das ist nicht angenehm. Damit tust du ihnen keinen Gefallen. Das ist nicht anziehend. Das heißt, du bist dadurch in einer Spirale,
aus, ich mag mich selber nicht. Andere Menschen beweisen mir, dass ich nicht liebenswert bin, weil sie Mitleid mit mir haben. Das heißt, ich muss ja Recht haben. Anscheinend bin ich wohl nicht liebenswert. Also werde ich noch mehr in das Loch versinken. Menschen haben noch mehr Mitleid mit mir. Oder sie verlassen mich, wodurch ich noch mehr Beweise habe, dass ich einsam bin und so weiter und so fort. Das ist ein Kreislauf, den du da brechen musst. Wo du sagen musst, das ist Quatsch. Ich bin schon längst liebenswert. Ich weiß das. Und ich habe jetzt gerade schon so viel, was mich glücklich machen kann. Und dann lässt du zu, dass diese Dinge, diese Freunde, diese Familie, diese Bindungen dich jetzt schon glücklich machen dürfen. Du darfst schon glücklich sein mit dem, was du hast. Das ist schon ziemlich verrückt, wenn wir uns die Statistiken anschauen, der glücklichsten Länder der Welt, nicht nur der Lebensstandard, sondern einfach nur das Lebensglück, die Freude, die Menschen so im Alltag verspüren. Und sehr viele Statistiken weisen darauf hin, das sind nicht die erste Weltländer. Klar, da ist mal eine Stadt dabei, da ist zum Beispiel mal Zürich dabei oder Wien oder in Skandinavien gibt es da Orte. Aber in dieser Liste, in den Top 10, da ist Venezuela, da sind Länder in Afrika, wo du dir selber denken würdest, diese Menschen, die haben so wenig und trotzdem verspüren sie Lebensglück? Wie kann das sein? Es ist eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung zu sagen, ich bin nicht derart Mann, der immer einsam sein wird. Ich bin derart Mann, der jetzt schon all das hat, was er braucht in sich. Also grundsätzlich Dankbarkeit. Du hast mir vor ein paar Monaten mal gesagt, Unglück kann nicht gleichzeitig mit Dankbarkeit am selben Zeitpunkt existieren. Und wenn ich das Gefühl habe, dankbar zu sein, Angst war das. Angst. Ja. Angst. Und wenn ich dankbar bin, kann ich nicht gleichzeitig Angst verspüren. Dasselbe ist auch mit der Selbstliebe. Je mehr Dankbarkeit du für dich selbst und für dein Leben hast im Alltag, desto weniger hast du das Gefühl, unglücklich zu sein. Oder dich für weniger wert zu halten, weniger Selbstliebe zu entspüren. Es ist irre. Also wir denken, das ist einfach nur so eine Floskel. Du solltest dankbarer sein. Wenn wir dankbar sind, dann fühlen wir uns besser und so weiter. Aber das wurde durch Gehirnscans nachgewiesen. Es werden unterschiedliche Areale unseres Gehirns aktiviert, wenn wir Angst haben oder wenn wir dankbar sind. Und es wurde bewiesen, diese beiden Areale können nicht gleichzeitig aktiviert sein. Das ist ein binäres System. Da muss sich eins davon aktivieren, um das andere auszuschalten. Wenn du Angst hast, kannst du nicht dankbar sein. Und wenn du dankbar bist, und das Tolle ist, Dankbarkeit ist tatsächlich eine Entscheidung. Das können wir uns, weißt du, genau wie die anderen Sätze, ich bin einsam, wo ich gesagt habe, wir können uns da rein selber manipulieren, selber rein hypnotisieren. Genauso können wir das auch in die Dankbarkeit, können wir uns auch rein hypnotisieren und sagen, ich bin dankbar, was habe ich denn heute alles? Und dann machst du eine Liste, schreibst mal eine ganze DIN A4-Seite auf, wofür du alles dankbar sind. Männer, die bei uns im Coaching sind, die bekommen unterschiedliche Tipps, um diese Selbstliebe zu kultivieren. Und eins davon möchte ich dir hier verraten, das ist zum Beispiel dein Erfolgstagebuch. Machen sehr wenige Menschen, aber wenn du anfängst, dir mal jeden Abend, meine Freundin macht das schon seit Jahren, ich finde das so toll, das hat sie von sich aus entdeckt und für sich durchgezogen, es ist unglaublich bereichernd für unsere Beziehung, weil sie sich dadurch selber mehr wertschätzt, ich sie dadurch noch mehr in Blüte sehen kann, mich noch mehr freue, wenn sie glücklich ist. Das ist ein Kreislauf, der jetzt nach oben geht. Also du schreibst jeden Abend ein paar Dinge auf, für die du dankbar bist am heutigen Tag, die dir geschehen sind die nicht mal so groß sind. Du bist dankbar für die Sonne oder du bist dankbar für die, noch besser, für die Wärme, die dir die Sonne gespendet hat, dass du heute nicht kalt warst. Das können unterschiedliche Sachen sein, die so klein oder so groß sind, dass dir jemand heute ein Kompliment gemacht hat, dass dir jemand heute geholfen hat auf der Arbeit oder unter Freunden oder im Supermarkt. Das bringt dich in einen Kreislauf der Dankbarkeit, wodurch die Angst Stück für Stück verringert wird. Ja? Natürlich brauchst du, um das durchzuziehen, entweder Disziplin oder auch eine Gemeinschaft an Menschen, die das alle machen, die dich da durchboxt, durchkickt, dich gemeinsam da durchzieht, durch den Schlamm, durch dick und dünn. Und das hast du natürlich, wenn du mehr Freunde hast, die das ebenfalls wollen, die sich ebenfalls verbessern wollen, die ihr Leben ebenfalls verbessern wollen. Schau auch mal in deinem Freundeskreis, wer denn darauf Lust hat, sich zu verbessern. Dann häng mehr mit diesen Leuten ab
Und nicht mit denjenigen, die sagen, ah ja, es ist, wie es ist und da kann man nichts machen und die dich vielleicht sogar runterziehen und die diese negativen Glaubenssätze, dass wir einsam sind oder dass wir nicht gut genug sind oder Männer, die dir sagen, ah ja, hätte ich doch mehr Geld. Du musst dich von diesen Menschen mehr distanzieren, denn diese Sätze, die beeinflussen dich und dann denkst du das auch. Ja? Noch eine Entscheidung. Es ist deine Entscheidung. Am besten machst du das so, dass du diesen Menschen sagst, nein, ich sehe das anders. Ich bin schon liebenswert und du bist auch schon liebenswert. Du brauchst das nicht, was du gerade gesagt hast. Wenn du selber anfängst, ein Teil der Lösung zu werden und nicht ein Teil des Problems zu sein, boah, das gibt dir so viel, das gibt dir so viel zurück. Ob der andere das jetzt versteht oder nicht, du fühlst dich dadurch einfach stärker, besser, selbstbewusster. Ja? Und wenn er das partout einfach nicht begreifen will, dann distanzierst du dich mehr und mehr von diesen Menschen. Du bist bereit zu geben, Liebe zu schenken. Es ist auch okay, das zurückzuerwarten. Allerdings fängt alles damit an, dass du es dir selber zuerst gibst. Absolut. Das ist das Wichtigste. Die nächste Gruppe Männer, die, wenn sie diese Glaubenssätze sagen, immer einsam bleiben werden, sind die Männer, die den Fokus auf Unwichtiges legen. Wir können unseren Fokus, also unsere Aufmerksamkeit auf... Es passiert eine Sache in unserem Leben. Ja, nehmen wir mal ein ganz kleines, unwichtiges Szenario. Du gehst aus dem Haus, es hat gestern Nacht geregnet, die ganze Nacht durch, und du bist auf dem Weg zur Arbeit und du siehst nicht diesen Matschhaufen. Ja? Und du steigst da rein, weil du denkst, das wäre nur ein kleiner Fleck, aber es ist ein viel größeres Loch im Boden, als du gedacht hast. Und dein ganzer Fuß geht da rein. Und jetzt hast du einen Fuß Klassiker. Voller Matsch. Ja. Was sagt dir jetzt dein Fokus? Sagt dein Fokus dir jetzt, ah, scheiße, wieder sowas passiert, muss mir ja passieren. Auch noch heute, auch gerade heute. Ach, warum passiert mir immer solche Sachen? Oder sagt dir dein Fokus, das glaube ich jetzt nicht. Wie geil ist das denn? Es hat gestern geregnet und ich finde genau den Spot, in den man reintreten kann. Das ist ja eine mega Geschichte, die muss ich den anderen erzählen. Eieiei, okay, trockne ich mich gerade ab. Moment mal. Ich freue mich schon, meinen Kollegen diese Story zu erzählen. Jetzt muss der zweite Fuß auch noch rein, da sieht es wenigstens harmonisch aus. Zack. Noch besser. Dass du sagst, hey, jetzt ist es gleichmäßig. War da nicht sogar so ein Sketch von Mr. Bean in dem ultimativen Katastrophenfilm, wo er in der Toilette seine Hände wäscht und danach will er sie abtrocknen, aber wenn er den Wasserhahn aufmacht, dann spritzt das Wasser auf ihn drauf. Also, oh nein, jetzt habe ich einen Fleck, das sieht aus, als hätte ich ein bisschen in die Hose gemacht. Und dann denkt er sich, ich muss das verbessern und macht das nochmal und kriegt immer mehr Wasser auf die Hose. Sieht aus, als hätte er sich komplett selber eingenässt. Okay, ist deine Entscheidung? Ist deine Entscheidung daraus, eine lustige Situation zu machen, wo du dich selber dadurch belustigen kannst? Also, ich sage ja immer diese Geschichte, die kannst du dir in einem dieser Videos anschauen. Ich zeige dir das Video gerne, dazu klickst du hier oben hin. Das ist das Video, in dem ich am Ende die Story erzähle, wo ich die Frau, in die ich verliebt war, an meinen besten Freund verloren habe. Was? Die Story kenne ich noch gar nicht. Doch, klar, die kennst du. 4 Jahre lang, ich war total verliebt, war in der Schulzeit, ich habe mir so viel Hoffnung gemacht. Und an dem Abend, wo wir gedacht haben, wir kommen wieder zusammen, was heißt, wir kommen wieder zusammen? Wir hatten eine kleine romantische Begegnung vor 4 Jahren. Und dann dachte ich, jetzt wird alles gut. Und dann ist das Schlimmste, der Super-GAU passiert. Und wie das genau passiert ist, das erzähle ich in diesem Video. Und in dem Video wirst du auch ein Foto sehen von mir als Knirps, als 16-Jähriger oder als 15-Jähriger, wie ich die Situation eingefangen habe, während mein bester Freund und sie im Hintergrund miteinander knutschen und ich damit umgegangen bin. Schau dir das einmal an. Stichwort Galgenhumor. Wenn du den Fokus auf das lenkst, was schlecht ist, dann bist du wieder in diesem Kreislauf. Und du fokussierst dich immer weiter auf das, was schlecht ist. Dann findest du nämlich noch mehr Sachen, die schlecht sind. Weil dein Kopf ist automatisch programmiert darauf, mehr von dem zu finden, was er schon gesehen hat. Das ist wie wenn du Beeren sammeln gehst. Vor Millionen von Jahren.
Wir sind darauf programmiert, okay, ich muss jetzt Beeren sammeln gehen, um zu überleben. Und dann suchst und findest du viel mehr Beeren, ja, zum Essen, Beeren. Wenn du sagst, ach, hier sind überall Steine, ich kann nicht ordentlich auftreten, mein Fuß tut die ganze Zeit weh, dann wirst du all die Beeren verpassen, die hier links und rechts, die du essen könntest. Das heißt, unser Fokus gibt uns mehr von dem, was wir jetzt schon wahrnehmen. Wenn du ein Problem wahrnimmst, dann wirst du noch mehr Probleme wahrnehmen, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Das ist selektiv. Sind diese Probleme da? Ja, vielleicht. Sind sie so groß, wie wir glauben, dass sie sind? Nein. Nein, nicht unbedingt. Vor allem aber fallen uns dann nicht die anderen schönen Dinge auf, die auch da sind, für die wir dankbar sein können. Dankbarkeit nimmt uns dann die Angst, wodurch wir selbstbewusster sind, wodurch wir in der Aufwärtsspirale sind. Ja. Das ist unglaublich. Diese Denkmuster, die können Leben zerstören oder Leben aufbauen. Bei mir hat es mein Leben aufgebaut, als ich diese Denkmuster umgedreht habe. Es ist aber auch Arbeit. Es ist schwer. Wenn du das alleine machen willst, dann wirst du vielleicht ein bisschen daran zu knabbern haben und wirst da immer wieder in ein Loch fallen. Ich weiß das. Ja. Wir sehen das auch immer wieder bei den Männern, die bei uns in der Flirt-Masterclass oder bei den Flirt-Spezialisten sind. Ab und zu hat jeder von uns einfach mal wieder Zweifel an sich. Und dann brauchen wir ein Sicherheitsnetz an Männern, an unseren Brüdern, die uns auffangen und sagen, nein, das ist Schwachsinn, schau mal, was für ein toller Typ du bist. Und Freunde sind, für uns, für unser Ziel da sind, die uns unterstützen. Und das hast du natürlich, wenn du dir Menschen suchst, die dich in deinem Ziel unterstützen. Das ist nicht zu vernachlässigen. Gerade wenn du sagst, ich bin einsam, es ist schwer, das zu sehen, aber gute Freunde sind hier echt das A und O. Und wenn du diese Freunde in deinem Kreis nicht hast, dann komm zu uns, zu den Flirt-Spezialisten. Da sind diese Männer und die sind überall im deutschsprachigen Raum verteilt. Mit denen vernetzt du dich, mit denen triffst du dich. Das sind deine Brüder. Das ist das absolut Schönste zu sehen, wenn diese Männer sich treffen und gemeinsam posten und zeigen, was sie gerade machen und einfach dieses Strahlen im Gesicht haben. Das ändert so viel. Das sind auch immer diese Begegnungen, wo sie dann gemeinsam Frauen kennenlernen und einfach tolle, tolle Erfahrungen mit Frauen machen und dann bleiben die in Kontakt mit den Frauen. Es ist wunderschön anzusehen, ja. So, also mein Lieber, komm auf www.interessewecken.de. Schau dir dort das Video an, wenn du wissen möchtest, wie du in dieser Gemeinschaft gemeinsam Frauen verzaubern kannst. Als nächstes haben wir, eigentlich gibt es da noch ein paar Glaubenssätze, die wir dazu sagen könnten, gell? Zu den Männern, die ihren Fokus auf unwichtiges Leben legen. Solche Glaubenssätze sind zum Beispiel, ich bin nicht glücklich in meinem Job oder in meiner Karriere. Ja, das heißt, sie tragen ihre Unzufriedenheit, ihr negatives Charisma vor sich her. Wenn du sagst, ich bin unzufrieden in meinem Job oder in meiner Karriere und du stehst da jeden Tag in der Mittagspause und rauchst und denkst dir, ja, ist halt so, ist halt scheiße, ich muss da durch. Geht nicht anders. Ist halt so. Ja, das sind die Sätze, die dich wieder in den Strudel holen. Ja. Es gibt einen schönen Satz, ich glaube, er steht in der Bibel, aber viele Kulturen haben diesen Satz in ähnlicher Form auch schon formuliert und das ist, Herr, gib mir die Stärke, mit dem umzugehen, mit dem ich umgehen muss. Gib mir den Mut, das zu verändern, was ich verändern kann und gib mir die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Ja, der eine oder andere hat jetzt schon mitgesprochen, als ich geredet habe, weil du es kennst. Ja. Und wenn du einen Job hast, der dich unglücklich macht, dann trifft hier dieses Sprichwort zu. Wenn du es verändern kannst, dann veränder es. Dann hab den Mut, es zu verändern. Kündige, frag nach Gehaltserhöhung, sag, dass du unzufrieden bist, sag, dass dieser eine Kollege dich die ganze Zeit fertig macht. Tu alles, was du kannst, um deine Situation zu verändern, zu verbessern. Und wenn es nicht mehr geht, aus irgendwelchen Gründen auch immer, dass du es einfach nicht verändern kannst, und das ist schwierig zu erkennen, aber sollte das der Fall sein, dann hab den Gleichmut, okay zu sein mit der Situation. Den Fokus auf das zu legen, was vielleicht sogar witzig ist, Galgenhumor, um dir selber ein Lächeln im Gesicht zu zaubern. Und mit der Zeit wirst du immer besser werden, selbst in den schlimmsten Situationen das Positive zu finden, wodurch du mehr in die Freude, mehr in die Dankbarkeit und dadurch weniger Angst hast, wodurch du mehr in Kontakt mit den Frauen kommst, die du wirklich willst und dadurch auch diese Beziehung bekommst, die du wirklich willst. Das ist der Kreislauf, das geht nach oben. Ja, es geht entweder nach unten oder nach oben. Wir können nicht still stehen bleiben, das ist unmöglich. Wir sind immer in Bewegung, entweder nach oben
oder nach unten. Und wenn du gerade auf dem Weg nach unten bist und das Karussell ist unten angekommen, dann nutzt das Momentum, nutzt den Schwung, bumm, und katapultier dich nach oben. Ja? Das Ziel ist, dass du schön entspannt gleiten kannst in Gleichmut, wo du dich für alle Situationen gewappnet fühlst, weil du weißt, dass du gut genug bist. Ein weiterer Glaubenssatz. Schön entspannt gleiten. Ein weiterer Glaubenssatz, den wir dabei immer wieder hören, ist: Ich weiß nicht, was ich mit meinem Leben anfangen soll. Ich brauche eine Mission. Wenn ich das nicht habe, bin ich nicht gut genug. Du hörst es, da sind wir wieder bei den ersten Glaubenssätzen. Wenn ich etwas nicht habe, das ist wieder die Selbstliebe, ja? Wenn du noch nicht den Job hast, den du gerne hättest, oder du weißt nicht, was du mit deinem Leben anfangen sollst, weil du gerade Anfang 20 bist oder vielleicht auch schon in deinen 30ern, dann ist nicht das das Problem, sondern das Problem ist, dass du nicht, wie das Sprichwort sagt, die Dinge veränderst, die du verändern kannst, und das, was du nicht verändern kannst, mit Gleichmut betrachtest. Das heißt, hol dir ganz viele Erfahrungen, mach ganz viele Praktika. Ja? Wenn dir irgendjemand eine Situation anbietet, hey, möchtest du meinen Vater im Laden kurz aushelfen? Ja, sehr gerne. Oder frag proaktiv, hey, kann ich euch aushelfen? Ich möchte mal gucken, wie das so ist bei euch im Blumenladen oder wo auch immer du gerade die Möglichkeiten hast, neue Erfahrungen zu sammeln. Auch wenn du denkst, das passt nicht zu mir, dann sammel diese Erfahrungen. Es ist dieser Mut für neue Erfahrungen, was als Gewohnheit es dir wiederum leicht machen wird, wenn du dann eine Frau siehst, die dir wirklich gefällt. Du sagst dir, wow, die ist ja interessant. Ich frage mich, wer sie ist. Dein früheres Ich hätte dann gesagt, ja gut, ich bin nicht gut genug, sie will bestimmt nicht mit mir reden. Dein neueres Ich, das jetzt verschiedene Situationen gerne aufgesucht hat, wird sich denken, na komm, die Situation, die suche ich jetzt auch auf. Hi, ich bin Andi, wer bist du denn? Es ist eine Gewohnheit. Aufwärtsspirale oder Abwärtsspirale. Ja. Selbstbestimmung. Selbstführung vor allem. Wie führst du dich selber? Wir sind nicht abhängig von unserer Außenwelt. Ja, natürlich gibt es manchmal Korrelationen, Abhängigkeiten, die entstehen, aber es ist unsere Entscheidung, wie wir mit diesen Korrelationen umgehen. Du bist nicht abhängig von deiner Außenwelt in dem Ausmaße, von dem du ausgehst. Ja, du kannst dich selber führen, aus einer Situation heraus oder in eine Situation herein. Gerade wenn wir nicht selber entscheiden, wohin unsere Reise gehen soll, dann werden andere über uns entscheiden. Und dann hast du tatsächlich das Gefühl, dass du von deiner Umgebung abhängig bist. Naja, meine Eltern wollten unbedingt, dass ich das Geschäft weiter fortführe. Naja, mein Vater wollte unbedingt, dass ich studiere und was Ordentliches gelernt habe. Naja, die anderen wollten. Naja, mein Chef wollte mir keine Gehaltserhöhung geben. Naja, die anderen. Naja, die Frau hatte bestimmt kein Interesse. Wenn du sagst, dass du derjenige bist, der in Kontrolle ist, der hier die Entscheidungen treffen kann, dass nicht deine Eltern zum Beispiel über dein Schicksal entscheiden, sondern du, dann holst du dir viel mehr Kontrolle wieder in dein Leben und musst nicht dieses Gefühl spüren, dass andere über dich entschieden haben. Wenn du nicht entscheidest, werden andere über dich entscheiden, und das ist ein tragisches, verhinderbares Schicksal, also ändere es heute. Ja. Die dritte und letzte Gruppe Männer für heute, die einsam enden werden, wenn sie es nicht verändern, wenn sie nicht diese Glaubenssätze ins Positive rücken, diese Glaubenssätze erkennen und verändern wollen, sind die Männer, die in einer Opferhaltung stecken geblieben sind. Die jammern. Jammern ist etwas ganz Interessantes, weil es ist wie eine Droge. Es ist wie das Internet, wie Handynutzung, wie Zigaretten, wie Alkohol, wie jede Droge, mit der wir stecken, hängen bleiben können. Die Menge macht das Gift. Ist es gesund, wenn du niemals weinst? Wenn du immer sagst, ich muss stark bleiben, ich muss stark sein, ich muss stark sein, hier ist alles in Ordnung, ich bin stark, ich komme mit allem zurecht. Nein. Das wissen wir, das ist nicht gesund. Aber ist es gesund, alles, was dich runterziehen könnte oder einen negativen, in Anführungsstrichen, Einfluss auf dein Leben hat, du so aufbaust und du darüber ständig erzählst und anderen erzählst und dir selber vor allem erzählst, wie schlimm das doch ist und in welcher Situation du bist? Ist das gesund? Definitiv auch nicht. Die Menge macht das Gift. Was ist also Jammern? Jammern ist, wenn du das Gefühl, das du gerade spürst, aufgrund von einem Umstand, über einen bestimmten Punkt hinaus
äußerst. Wo ist also diese Grenze? Wie viel sollten wir äußern und wie viel ist dann zu viel? Das Ganze können wir daran festmachen, wenn du eine Reaktion auf etwas hast. Eine Reaktion, das heißt zum Beispiel, deine Freundin hat dich verlassen. Deine Reaktion ist, das macht mich echt traurig. Ich habe mir echt vorgestellt, dass wir zusammen alt werden. Das ist scheiße. Und dann kommt in dir die Trauer hervor und du weinst vielleicht. Dann ist das in Ordnung. Dann darf das raus. Dann ist das gesund. Es spült dein System durch und du blockierst nicht Dinge, die frei fließen sollten. Aber wenn du das dann jeden Tag machst und du tust keinen Deckel drauf, weil du sagst, ja, jetzt ist es raus, aber ich will es noch mehr rauspressen, dann ist das so wie ein kleiner Furz. Der Furz muss raus, wenn du ihn drin behältst, dann ist das ungesund. Aber wenn du noch mehr drückst nach dem Furz, dann wissen wir alle, was da rauskommt. Und das wird dann nass und unangenehm. Das heißt, die Menge macht das Gift. Setz einen Deckel drauf. Ja, es ist okay, mal das zu sagen, was wir gerade verspüren. Aber sag dann selber. Warte nicht, bis die Umgebung dir sagt, hey du bist ja nur am Jammern, weil das werden die anderen nicht sagen. Die werden sich einfach von dir entfernen. Das heißt, du bist selber in der Verantwortung. Ja? Oder du triffst die Leute, die mitjammern wollen. Misery finds company. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Dann hast du in deiner Umgebung nur Leute, die mit dir zusammen jammern. Und dann wird das eure gemeinsame neue Realität und Ansicht der Welt. Ja, und der Strudel geht nach unten und nach unten und nach unten. Und ihr unterstützt euch dabei gegenseitig in dem Selbsthass. Das ist das Schlimmste überhaupt. Ja. Wo waren wir? Ich weiß es nicht mehr. Aber das ist die Entscheidung, die du selber für dich treffen musst. Tue ich jetzt meine Gefühle äußern und dann setze ich selber eigenständig einen Deckel drauf. Genug ist genug. Jetzt geht's wieder weiter. Jetzt geht's wieder los. Das ist deine Entscheidung. Ja. Das ist sexy. Das ist verdammt sexy. Das sind diese Charaktereigenschaften, die Frauen unglaublich anziehend finden. Ist ein Mann, der sich selber wieder ins positive Licht für sich selber rücken kann. Das heißt, er selber sagt, weißt du so, das kriege ich schon hin. Das wird. Ja, Zuversicht. Wenn Frauen von einem Mann reden, den sie wirklich sexy finden, sexy, nicht nur attraktiv oder charmant, sexy, dann wirst du das immer wieder hören. Das ist ein Mann, der weiß, was er will. Was heißt das? Heißt das, dass du genau wissen musst, welchen Job du führen wirst oder was deine Bestimmung im Leben ist? Nein, so groß müssen wir gar nicht die Fanfaren läuten lassen. Es bedeutet, dass du weißt, dass du nicht jammern willst, dass du eine Lösung finden möchtest. Du musst sie noch nicht gefunden haben, aber du willst sie finden. Du bist auf der Suche. Und allein das, diesen Blick, diese Augen, die ich gerade mache, ich suche gerade nach dem Ziel. Allein dieser Blick, den ich gerade mache, weil ich mich fokussiere. Wenn wir uns fokussieren, gehen die Augen mehr zusammen. Das ist der Blick, den Frauen attraktiv finden. Das ist der Squinch, den du bei Models immer wieder auf Fotos siehst. Oder Clint Eastwood. Das ist der Blick des Fokuses. Der ist attraktiv. Und der ist nicht attraktiv, weil wir dabei irgendwie die Sonne, weil wir geblendet werden von der Sonne oder sowas, wir können nicht sehen. Nein, es ist attraktiv, weil das Sinnbild ist von einem Mann, der sich fokussiert, der ein Ziel vor Augen hat. Das ist attraktiv. Ja, das erklärt eine Menge. Jetzt weiß ich auch, warum alle Frauen auf asiatische Männer stehen. Die haben immer solche Augen. Hey, aber Makako, mach das einmal in die Kamera, den Unterschied zwischen, wenn du einfach nur normal in die Kamera schaust oder wenn du auch diesen fokussierten Blick hast. Mach das gerade mal. Das ist ein Unterschied. Ja? Selbst bei deinen kleineren Augen ist das ein Riesenunterschied. Ja. Wir Menschen sind ja auch trainiert. Faktisch sind sie nicht kleiner. Die Verteilung ist halt anders. Hat mehr in die Breite. Wenn wir das Volumen ausrechnen würden, wäre es wahrscheinlich identisch. Okay. Aber egal. Das denke ich mir doch auch. Ja. Genau, und diese Opferhaltung, die lässt sich anhand von verschiedenen Glaubenssätzen erkennen. Ja? Wir haben zum Beispiel, gute Dinge geschehen anderen Menschen, aber nicht mir. Das ist nicht fair. Das ist Jammern. Das ist Jammern in Höchstform. Damit hast du schon aufgegeben. Ja? Direkt als du den Satz ausgesprochen hast, hast du dir selber die Rolle zugeschrieben des Verlierers. Niemand anders hat das getan, außer dir. Ich gebe die Verantwortung ab. Ja? Niemand anders. Das warst du. Wenn du selber sagst, die anderen kriegen das immer, aber ich nicht, das ist nicht fair, alles klar.
dann hat niemand dich in diese Ecke gedrängt, außer du selber. Ja, vielleicht hast du 10, 20, 30, 100 Mal in Folge versagt. Aber das ist nicht das, was dich zum Verlierer macht. Es ist, dass du es akzeptiert hast, dass dich das zum Versager macht, was dich zum Versager macht. Wir können Millionen Mal hinfallen, wenn wir immer wieder sagen, ich muss einen neuen Weg finden, wie kriege ich das hin? Dann sind wir Gewinner, dann sind wir die Menschen, die attraktiv sind. Dann haben wir auch mehr Menschen um uns herum, die ebenfalls im Leben einfach mehr das bekommen haben, was sie wollten. Aus diesem Grund liebe ich, Makako, die Skateboarder-Community, die Skater. Ich liebe Skater. Ich werde mein Kind so oft zum Skatepark gemeinsam bringen und ich werde ihm versuchen, Skaten beizubringen, weil ich nicht das Skaten an sich liebe, sondern ich liebe die Mentalität und die Philosophie, die beim Skaten da drin steckt. Was ist das nämlich für eine Philosophie? Es ist die Normalität. Nicht, dass wir ständig irgendwelche coolen Tricks machen und dabei cool aussehen. Nee, das ist die Ausnahme. Es ist die Normalität, hinzufallen. Es ist total normal, etwas nicht zu schaffen, einen Trick nicht zu schaffen. Skaten bringt dir echt bei, wie normal es ist, hinzufallen und dass die anderen um dich herum genauso sind. Alle fallen ständig hin. Und das Coole ist, es zeigt dir, dass Menschen auch imstande sind, einander aufzuheben, aufzuhelfen und zu zeigen, hey, das ist ganz normal, kann ich dir helfen? Ich habe den Trick letzte Woche hinbekommen oder vor ein paar Jahren schon hinbekommen. Du musst mal auf das und das achten, dann kriegst du das auch hin. Die sind hilfsbereit. Das ist eine tolle Community. Kurzes Shoutout zur Skater-Community. Das sind die Besten. Ja, das ist eine tolle, tolle Gemeinschaft. Und da lernst du genau diese wichtigen Dinge. Hinfallen ist das Normalste der Welt. Wie du damit umgehst. Mit Spaß, mit Leichtigkeit, mit Gemeinschaft. Das macht den ganzen Unterschied. Ja. Ja, fürchte nicht denjenigen, schön, der sich absichtlich auf die Fresse zu fallen kann. Ja, ab in die Halfpipe, Jungs. Ab in die Halfpipe. Ab in die Halfpipe. Fürchte nicht denjenigen, der 1000 verschiedene Schläge kann. Fürchte denjenigen, der einen Schlag 1000 Mal geübt hat. Und da wirst du am Anfang einfach nicht gut drin sein. Ja, das ist ganz normal. Ganz normal. Normalität im Hinfallen. Nächster Glaubenssatz. Ich bekomme in Liebe, Arbeit, Leben, Freundschaften nie das, was ich will. Das ist diese fatalistische Einstellung, dass das, was du hast, nicht änderbar sei. Auch Quatsch. Wenn wir glauben, dass wir unsere Situation nicht ändern können, haben wir selber aufgegeben. Keiner hat uns da reingesteckt in die Situation, wir selber waren es. Das ist so irre. Menschen denken so oft, ich lese das ja auch jetzt noch, auch wenn ich solche Videos mache, wie das vorletzte Video, wo ich gegen diese Glaubenssätze der Möchtegern-Alphas rede. Es finden sich immer irgendwelche Männer, die in den Kommentaren schreiben, Frauen wollen nur einen Mann, der gut aussieht, der Geld hat und. Dabei ist das so eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil dieser Mensch, dieser Mann sagt nämlich wahrscheinlich von all den Sätzen, die ich gerade gesagt habe, mindestens 80%. Ich bin nicht gut genug, ich habe nicht genug Geld, ich bin einsam. Der sagt sich all diese Sachen und dadurch ist er unattraktiv. Das merken wir alle, Männer wie Frauen merken das im Gesicht schon. Stell mir dich vor, ja, deswegen in unserem Coaching, da arbeiten wir sehr intensiv miteinander. Ich mache keine Massenabfertigung mit irgendeinem Produkt, wo du dann für dich alleine in deinem Kämmerchen hockst und irgendein Video anschauen musst. Nein, ich möchte dich sehen. Ja. In unserem Coaching, da sehe ich dich. Da kriege ich mit, was bei dir abläuft. Ja. Wir haben sehr intensiven Kontakt, weil das echt der Unterschied ist. Ich kann erkennen in deinem Gesicht, in deiner Haltung, ob du das gerade fokussiert hast, was dich nach vorne bringen wird oder das gerade fokussiert hast, was dich weiter nach unten zieht. Ich kann diese Entscheidung sehen und die können wir alle sehen. Das ist entweder anziehend, das bringt dir positives Charisma, oder abstoßend, negatives Charisma. Ganz viele Glaubenssätze heute. Mein Lieber, komm zu uns, zu den Flirt-Spezialisten. Ich weiß, dass du diese Glaubenssätze vielleicht auch heute schon in dir erkannt hast. Und es ist veränderbar. Es erfordert aber Arbeit. Wir müssen bei dir einfach anfangen, diese negativen Muster, die sich verstrickt haben, auseinanderzufriemeln und zu erkennen, woher sie kommen, sodass du entscheiden kannst, in welchen neuen Weg du einschlagen willst. Wenn du nicht weißt, woher du kommst, dann hast du auch keine Ahnung, wohin du jetzt gehen möchtest. Ja, dann kennst du die Richtung, den Vektor einfach nicht. Wir müssen wissen, woher das alles kommt, damit wir es auflösen können, damit du weiter in die Richtung gehen kannst, in die du gehen willst. Das ist Arbeit. Ja, das ist Arbeit an dir selber. Deswegen gibt es auch keine Schnelllösungen. Ja, es gibt nicht diesen einen Trick, mit dem du dann die Frau von dir überzeugen kannst. Es gibt aber diese Selbstliebe, das Charisma und natürlich auch
gewisse Kommunikationsformen des Flirtens, des unabhängigen Kommunizierens, der Tiefe, die gelernt sind. Und die meisten Männer haben das nie gelernt, weil die Gesellschaft sich verändert hat. Wir leben jetzt in ganz kleinen Familien, Eltern haben sich getrennt, du hast kaum Geschwister. Wir haben das einfach nicht mehr von unseren neuen Brüdern mit in die Wiege gelegt bekommen, wie das noch vor 100, 150, 200 Jahren der Fall war. Ja, wir hocken zu Hause vom Computer, vom Handy, wir haben einfach nicht mehr diesen Austausch, wodurch wir auch uns selber immer wieder schulen können, was attraktiv war, was nicht attraktiv ist, wo wir hinfallen können und daraus lernen können. Das heißt, es ist eine Sache des Lernens. Ich bringe dir das sehr gerne bei. Wir bringen dir das sehr gerne bei. Über 140 Leute haben das in den letzten Jahren hinbekommen, ihre Freundin zu finden bei uns mit den Flirt-Spezialisten, mit den Tools, mit den Werkzeugen, die wir dir dort beibringen. Also geh auf www.interessewecken.de, schau dir dort das Video an auf der Seite und da erfährst du, wie diese Männer es hinbekommen haben, ihre Traumfrau zu erobern. Das darfst du auch. Du bist gut genug. Ich freue mich auf dich. Ich sehe dich dort auf der nächsten Seite. Klick hier hin. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Neustart für dein Leben.